Batterien. Boah, das ist ja wie ein Lottogewinn. Zwei Batterien auf einmal. Oh, das heißt dann wahrscheinlich, dass wir die brauchen werden, was? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich sitze jetzt seit 3 Stunden hier dran und versuche aufzunehmen. Es gab immer wieder Fehler, wirklich immer wieder. Weil ich habe heute einen neuen Prozessor bekommen und der hatte andauernde Rechenfehler gezeigt und ich wurde beinahe wahnsinnig. Ich wurde wirklich wahnsinnig. Ich glaube, ich gehe auch hier bald in diese Nervenanstalt, weil ich so wahnsinnig werde wegen dem neuen Prozessor. Ich hoffe, es klappt jetzt alles und die Aufnahme wird nicht abbrechen. Wenn die Aufnahme wirklich abbrechen sollte, werde ich es trotzdem hochladen. Okay, wir werden den Vater nochmal begegnen. Ich wollte das jetzt nicht wegcutten, weil ich in der letzten Folge hier gespeichert hatte. Okay, Vater. Okay. Ach schade, die Batterie liegt nicht mehr hier. Okay, alles gut, alles gut. Ich will auch gar nicht mehr weiter auf diese Folge eingehen. Ich wollte eigentlich heute wirklich mal um 9 Uhr schlafen gehen, weil ich in den letzten Nächten wegen den Folgen erst um 2 bis 3 Uhr morgens schlafen gegangen bin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was YouTube für ein Opfer bringt. Aber es macht mir Spaß und es ist mein Hobby und deswegen mache ich es immer weiter und werde immer weitermachen. Und ich bin total müde. Ich bin heute in der Schule schon fast eingeschlafen. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. 3. Okay. Alles gut. Es speichert wieder das Spiel. Okay. Ich habe echt gar nicht mehr den Nerv jetzt für ein Horrorspiel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde es trotzdem durchziehen. Oh. Dann werdet ihr mich zum ersten Mal leiden sehen. Ich habe heute echt schwache Nerven, muss ich zugeben, seit dem Prozessor. Aber der neue Prozessor hat 4 Kerne, 4 Gigahertz. Ist, glaube ich, von AMD. Ja, klar, ist es von AMD. Alter, was ist denn? Okay. Ich habe jetzt ein bisschen weggecuttet, weil mein Vater reinkommt. Vielleicht werde ich es auch nicht wegcutten. Okay, gerade ist der Prozessor total am Abkacken gewesen. Ich hoffe, es läuft weiter. Sind hier vielleicht Batterien? Spring mich nicht an. Wir haben schlechte Erfahrungen mit Rollstuhlfahrern. Hier sind überall Kerzen. Was heißt das, wenn hier überall Kerzen sind? Dass hier vielleicht Batterien sind? Pray for Revelation. Was war das? Ich frage mich gerade, wie lange mein Vater an der Tür stand. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ey, ich sag dir, wenn der mich irgendwann mitten in der Aufnahme erschrecken sollte, ey. Ich box ihn. Nein, Spaß, aber das wäre echt fies. Das wäre richtig fies. Man kriegt das wirklich gar nicht mit. Batterien. Boah, das ist ja wie ein Lottogewinn. 2 Batterien auf einmal. Oh, das heißt dann wahrscheinlich, dass wir die brauchen werden, was? Lauf, 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 lauf. Aber irgendwie war das nicht diese bedrohliche Musik, ne? Das war bei weitem nicht diese bedrohliche Musik wie damals. Entweder hat er uns nicht gesehen oder greift uns auch nicht an. Aber was von den beiden Dingen soll ich jetzt glauben? No, 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 no. Ich muss gleich die Batterie wechseln, Mann. Boah, ich stehe heute unter Feuer. Ich stehe wirklich heute unter Feuer. Ich glaube, das liegt wirklich am Schlafmangel. Oh Gott. 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 Das liegt wirklich am Schlafmangel, ich bin mir relativ sicher. Bockst du mich? Das testen wir. Bist du da? Bist du da? Bockst du? Er boxt mich tatsächlich! Okay. Oh, oh. Nein. Pfui. Geh doch weg, Mann! Oh, du Pischer. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Wie weit folgt er uns denn? Das kann
kann doch nicht sein. Was hat der für eine KI? Ah. Nicht wirklich, dass er bis hierhin kommt. Nein. Nein, 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 nein. No, 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 ey. Ich stelle jetzt meine Kopfhörer lauter. Ich stelle meine Kopfhörer lauter. Wenn ich schon mal Angst habe, dann jetzt. In diesem Spiel hatte ich bis jetzt noch nie richtige Angst. Bis auf einmal der gemeine Jumpscare am Anfang. Der war wirklich gemein, muss man zugeben. Vollkommen konzentriert. Okay. Er ist sicher in der Nähe, aber wie hat er uns gesehen? Das ist hier die Frage. Spannung. Das ist pure Spannung. Okay, bist du da? Der kommt nicht gleich von hinten, oder? No, 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 no. Rein, Tür zu. Nein! Von der... Oh, du Dummdödel. Du Dummdödel. Du Dummdödel. Du Dummdödel. Mann! Der hat eine unglaubliche KI. Ist er da jetzt lang gegangen? Oh, wir können ihn beobachten, wie ich sehe. Das trifft sich wirklich sehr gut. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Bitte, Batterie. Bitte, oh, rüber. Komm. Ich hasse das in Outlast, wenn man hier die Tür zumachen will. Schrank. Davor. Bitte. Das halten meine Nerven langsam nicht mehr durch. Im Übrigen, das 500 Abo Special. Invite the Wallrider. Ladet den Wallrider ein. Was ist das denn? Ohne Sicherung. Für meinen Kopf. Lade den Wallrider ein. Im Übrigen, das 500 Abonnenten-Special, das wird die Tage kommen. Ich will mir da ein bisschen Mühe geben, beziehungsweise wir wollen auch so richtig planen, was es sein wird. Es wird keine Verlosung sein, das kann ich schon mal versprechen. Verlosung, warum? Weil nur ein Mensch davon was hat. Und ich finde, für so ein Abonnenten-Special sollte jeder was haben. Und deswegen sollte es keine Verlosung werden, sondern etwas Besonderes, wo sich wirklich jeder freuen kann. Ich hoffe, der Typ ist jetzt nicht gleich da. Bist du da? Bist du da? Nein? Okay. Nicht auftauchen. Tauch nicht auf. Hallo? Du bist nicht da, oder? Der ist ja nicht hier im Raum drin, oder? Was ist das? Ich will nicht! Ist das der oder ist das ein zweiter? Nein! No, 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 no. Ich kann nicht mehr! Oh! Was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Oh, wir müssen hier irgendwie ablenken. Okay. Er hat uns getroffen. Er hat uns getroffen. Wo ist der andere? Mit dem Messer. Bruder, er stecht mich ab. Oh Mann. Okay, weiter. Links. Rechts.
Crash. Rüber. Rüber. Okay, hier kommen die nicht hin. Das trifft sich wirklich gut. Boah. Diese Atmosphäre. Ich liebe dieses Spiel. Ey, ich habe gerade totale Angst. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber das liegt wirklich an meinem Schlafmangel. Ich habe in den letzten Nächten insgesamt vielleicht 6 Stunden geschlafen wegen YouTube. Weil ich noch ein Video rendern musste und mein alter Prozessor total alt war. Alt. Okay, Aufnahme ist gestartet. Ich glaube, da geht's lang. Ich hoffe es. Okay, da kamen wir her. Oh, was hängt denn da? Ist hier eine Sicherung drin? Tatsächlich. Scheiße! Komm! 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 So, jetzt müssten wir eigentlich in Sicherheit sein. Im Normalfall. Kommst du nicht rein? Hier ist auch nichts drin, oder? Ist jetzt gruselig. Ist ja zu gruselig. Und ich konnte mir gar nicht die Räume angucken, ob hier vielleicht irgendwo Batterien liegen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Boah, ich bin gerade so nervös. Ich bin so gerade nervös, ey. Ist unmöglich, Alter. Im Übrigen, ich nehme gerade auch spät am Abend auf, deswegen. Aber ich finde dieses Game einfach nur der Hammer. Der Hammer, ich schwöre. Falls ihr wirklich ein gutes Horror-Game sucht, kauft euch das. Die Jumpscares, die sind nicht so... Ja, die sind eigentlich schon schnieke, ne? Ich finde dieses Game einfach Hammer, aber horrormäßig ist es nicht so pornös wie andere Spiele, sage ich mal. Aber diese Atmosphäre ist der Hammer. Dieses Spiel ist wirklich einmalig. Haben auch schon andere gesagt und ich kann das wirklich nur bestätigen. Ich will die Batterie auslaufen lassen, das ist nicht klug. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mir sonst helfen soll. So, ein blöder Zufall, dass uns hinterhergelaufen ist. Wirklich blöder Zufall. Ja, wieso ist das trotzdem so hell, obwohl die Batterie leer ist? Okay, ist dann viel heller. Ich schalte schon mal die Nachtsicht ein. Los, zusammen schaffen wir das. Mit eurer Hilfe werde ich es schaffen. Ich bin Son Goku. Ihr werdet mir helfen. Gebt mir eure Energie, haltet jetzt eure Hände hoch und schreit, abonniert PlayerGeddon. Das macht ihr sofort. Am besten, wenn ihr auf der Straße seid. Und schreibt mir dann die Reaktion von den anderen. Ich werde erstmal darüber springen. Um zu gucken, ob hier jemand kommt. Ihr sieht nicht so aus, ne? 1, 2, 3. Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Habe ich den Schlüssel? Habe ich den Schlüssel aufgehoben? Ich glaube nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wo war der Wäscheschacht? Die Leiche ist runtergefallen. Oh, vielleicht hier unten lang. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe echt keine Ahnung, ob das wirklich hier unten ist. Boah, ich fühle mich hier so in Sicherheit. Das ist ein schönes Gefühl. Hi. Aber wir waren schon draußen. Das finde ich immer noch so bitter. Wir waren draußen, aber
Wir sind nicht rausgegangen, weil wir dem Vater helfen müssen, beziehungsweise wollen. Ich weiß nicht wieso. Können wir nicht ohne Vater Martin verschwinden? Er ist cool, aber... Die Frage ist jetzt, wo ist der Wäscheschacht? Den Typen vertraue ich da nicht. Wo ist der Wäscheschacht? Ist der das? Nee, es sieht aus wie ein Stromkasten. Nee, hier passiert auch nichts. Okay. So, was tun wir jetzt? Das ist hier die Frage. Er ist auf jeden Fall nach unten gefallen. Vielleicht hier irgendwo? Dumm, dumm, dumm. Ja. War ein blöder Fehler, dass wir hier freiwillig reingegangen sind. Ich weiß. Hier vielleicht irgendwie drin oder so. Ne, es sind die Klos. Wobei, Toiletten mag ich in Outlast, weil hier noch nie was passiert ist. Und ich fühle mich hier einfach in Sicherheit. Ich fühle mich wie zu Hause. Zu Hause ist der Hart. In Outlast ist man in der Nervenanstalt. Der geht auch nicht auf. Oh, wir haben wieder so viele Batterien in dieser Folge verschwendet. Das ist unglaublich. Okay, da kamen wir her. Vielleicht müssen wir irgendwie zurücklaufen. Da war das Klo. Moment, nein. Oh, gefunden. Jackpot. Dir geht's auch gut, oder? Ein bisschen rumhängen. So, das Spiel speichert. Dann würde ich auch sagen, das war's damit, die heutigen Part von Outlast. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, Hashtag Thomas ist eine Pussy. Boah, aber... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das einfach ist, diese Situation gerade. Wenn wir zwei Typen hinterhergelaufen sind und das ist dann so... Huhuhuhu. Aber ich bin froh, dass die Aufnahme jetzt trotzdem geklappt hat, dass der Prozessor sich dazu entschieden hat, doch aufzunehmen. Deswegen bekommt ihr auch heute eine Folge Outlast, beziehungsweise gestern Abend habe ich aufgenommen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war die Folge Outlast für heute. Dem Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt euer Hipster Thomas. Pew.